Hallo Freunde der Spielgute und willkommen zurück bei Prison Tycoon. Nein, Prison Architect. Wie komme ich jetzt auf Tycoon? Ja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir haben das Tower gebaut. Wir haben hier unten angefangen, den Raum aufzubauen. Das sollte ja ein Storage werden, wenn ich mich noch recht erinnere. Dann können wir nämlich als Objekt hier ein Stuff Door setzen. Bam! Wir werden dann natürlich das Problem haben von den Materialien. Na, erstmal muss das Ding fertig. Wir haben ja natürlich ein dickes Problem gerade, und zwar mit hier oben. Wir dumpen mal das Ding. Ah, ist schon wieder Essenszeit. Dann kann man schön sehen, wie die alle durch den Metalldetektor hier gehen. Da, einer hat eine Waffe. Der wird jetzt erstmal abgeführt und die Waffe abgenommen. Da sehen wir auch den Balken. Der hat ein Bügeleisen mit dabei. So, essenstechnisch sollte es genug geben. Jetzt bleibt der erstmal da oben in Einzelhaft. So, angeblich wird die Tür produziert. Sehe ich aber noch nichts von, dass da irgendeiner arbeitet von den Leuten. So, sind alle sehr müde, wollen alle schlafen gerne. Ich habe aber noch keine Zellen für die fertig. Was aber alles auch immer damit... Ja, jetzt ist die Tür hier fertig, aber der Raum ist nicht fertig gebaut. Deshalb glaube ich, wir sind schon im Bug gefangen. Außer wir können den vielleicht... Ja, bulldozen wir den einfach nochmal. Weil irgendwie werden die Räume nicht mehr abgeschlossen. Das ist kacke. Gucken wir mal, ob das jetzt so funktionieren würde. So, jetzt haben wir da unsere Kohle bekommen. 1400 für die 14 Gefangenen und 1500 für täglich. Bonus. Ah, jetzt funktioniert das irgendwie mit dem Room. Sollten wir vielleicht hier oben auch machen. Wir setzen den Raum einfach nochmal. Sind die direkt am Meckern? Okay, wir brauchen nochmal ein Entrance, einen Eingang. Und wir machen jetzt erstmal hier oben, also hier unten Storage draus. Da. Dann können nämlich die ganzen Sachen, die angeliefert werden, hier einlagern oder die wir halt abbauen. Gleich brauchen wir erstmal irgendwann mit Deutsch heute. Das gleiche machen wir erstmal mit dem Strom auch. So. Objekt. Machen wir eine große? Ne, wir wollen gar keine große Tür. Wir wollen eine kleine Tür. So, setzen wir den dahin. Ich glaube, ein Gefangener hat seine Zeit auch schon abgesessen. Wieder. Fehlt mir schon wieder einer. Dann nehmen wir nochmal ein paar auf mit niedrigem Risiko. Jetzt hoffe ich mal, dass jetzt das Gebäude hier auch wieder richtig funktioniert. Ah, wundervoll, es klappt. Gott sei Dank. Dann gehen wir mal mit der Zeit ein bisschen runter. Wir brauchen auf jeden Fall hier hinten auch mal noch so eine Batterie. Wo ist es denn? Kapazikat. Ach, hier ist er ja. Kapazitor. Band dran. So. Irgendwas klappert draußen vor der Tür die ganze Zeit, aber ich traue mich nicht hinzugucken. Es macht mir Sorgen. Es klappert vom Fenster einfach hin und her. Es wird vielleicht nur mein Schirm sein, der die ganze Zeit hier gegen das Fenster schlägt, aber es könnte ja auch ein Serienmörder sein mit abgehacktem Kopf in der Hand, der einfach nur Hallo sagen will, weil er mein neuer Nachbar ist. Alles ist möglich. Aber so ein paar Sachen wünscht man sich nicht. So, jetzt können wir mal anfangen hier. Zellen. Minimum war 2x3 Meter. Gut.
Jetzt sehen wir nämlich hier das Problem nach oben. Jetzt muss ich... Das kostet mir aber nicht... Doch, das kostet mir an 1700, den drüber zu bauen. Das ist aber jetzt schwachsinnig. Weil normalerweise hat er zuletzt immer dann den Teil dran gebaut. Es hat aber nicht nochmal den gesamten Preis gekostet. Merkwürdig. Naja, willkommen in der Beta. Alpha. Beta ist ja übertrieben. Genau, lass die Leute mal rein. Die müssen noch arbeiten. Zum Beispiel ihr Kabel verlegen. Na, wo ist denn das letzte Stück Wand? Da kommt es. In 2 Stunden kriegen wir nochmal ein paar Gefangene. Schön, wenigstens wurde es jetzt so erweitert, aber es hat mich halt einfach 1700 gekostet. So, Licht ist auch nach und nach da. Jetzt können wir das Ganze auch mal mit Mauern versehen. Weil so eine Zelle sollte ja für einen Gefangenen sein und nicht 20. Das ist extra jetzt schon die Öffnung für die Türen, weil sonst verhaspeln sie sich nachher. Da kommen dann hier die normalen Yell-Doors rein. So. Jeder einzelne Raum kriegt eine Toilette und ein Bett. Dann haben wir nämlich Zellenblock A, nenne ich ihn mal, nachher abgeschlossen. So, wo ist die Toilette? Da. So, jetzt können wir natürlich auch nett sein, dann können wir hier Bücher reinmachen. Für den Gefangenen, beziehungsweise in den Zellen, da freuen die sich ein bisschen. Yeah, wir haben Bücher. So, da kommen auf jeden Fall schon mal die ganzen Sachen. Toiletten sind auch schon angeliefert. Ach so, der bringt das Licht in Storage, weil das nicht mehr gebraucht wird, weil da eine Wand zwischen war. In 3 Minuten kommen neue Gefangene. Wir brauchen ein paar mehr, das hat was mit der Bilanz zu tun. So, jetzt ist Zeit für Duschen für die Gefangenen. Ja, viel Spaß beim Duschen. Wer Lust hat, schauert sich jetzt ein. Wer nicht will, kommt nachher wieder raus. So. Haben wir echt nur einen Koch? Das kann eigentlich gar nicht sein. Wo ist denn der... Ah, verdammt, jetzt habe ich einen aus Versehen gefeuert. Ja, der andere war nämlich draußen am Rumrennen. So, Koch. Dann nehmen wir einen Psychologen noch mit rein. Ich weiß gar nicht mehr, was hat er noch gebraucht. Der hat ein eigenes Büro gebraucht. Wundervoll. Dafür habe ich natürlich jetzt gerade eigentlich gar kein Geld. Noch trauriger ist gerade, dass die Wachen hier hinten das Tor nicht aufmachen, weil die ganze Zeit hier die Gefangenen hin und her kuschieren müssen. Beziehungsweise die Leute rein und rauslassen. Hm,
Ja, drei Familien wollen gerne die Gefangenen besuchen. Ziehen wir jetzt gerade aber nicht durch. Haben wir jetzt erstmal den Fall, dass einige Zellen fertig werden. Obwohl, da sollte eigentlich noch keiner einziehen, weil es fehlt eigentlich noch das Wasser. Ziehen wir auch mal hier. Na, ja, das kostet alles so viel Geld. So, was war es für eine Zellenstruktur? 11 mal 16 Meter. Werden wir hier auch nochmal machen. Finde ich witzig, dass man so eine Planfunktion hat. So, und in die Richtung machen wir es auch nochmal. Zellenblock A, B, C. D. Wobei wir D zu Einzelzellen degradieren werden. Oder, ne, wir machen hier den Bereich zu Einzelzellen. Ah, sehr schön. Wo auch immer der Koch gerade ist. Erneut. So, hier schießen wir wieder ab. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Wachen. Was fehlt hier noch? Die Toilette. Die wird hier hoffentlich auch noch gebaut. Wo sieht's denn aus? Die Jobs. So, Install Pipe. Nee. Erstmal weiter Tempo machen. Hauptsache, der wird in die Zelle gesteckt und läuft dann wieder raus. Ich mag ihn. Jetzt haben wir 8 in Zellen. 10 Zellen sind ja eigentlich verfügbar. Ja, es fehlen halt noch 2 Toiletten. So, jetzt fangen sie an, die Pipes zu bauen. Weil ich krass finde, es wird eigentlich viel zu wenig gekocht. Wahrscheinlich brauche ich einfach noch mehr Fringes und Kukos. Und dann werde ich vielleicht ein bisschen mehr Essen rausballern können, weil es sind nur 69% der Gefangenen wurden jetzt gefüttert. So. Jetzt dürfen die ein bisschen auf den Hof, ein bisschen spielen da. Oh, das Wasser wurde währenddessen verlegt. Was fehlt denn hier noch? Das Bett, ne? Muss auch wieder erstmal eine Wache kommen. Sehr schön. Ja, bringt 2 Kabelstränge mit, um also 2 Kabeltrommeln, um hier 3 Stückchen Kabel zu verlegen. Müssen wir mal eben gucken. Bei den Grants, da können wir ja auch Geld holen. Need a function as much as an influence scenes from Lucy and toys the process. Aha. Ja, das hat schon was mit den Offices zu tun. Das ist nämlich gut. Weil das Geld werde ich natürlich sofort umsetzen. So, was haben wir hier unten? 6x6 Meter ist das immer. Dann setzen wir hier noch ein Office hin. Und hier noch. So, Objekt.
die Stuff Doors und gut ist. Ich glaube, dieser Zweifachdurchgang ist gar nicht mal so schlecht von der Planung her. Das hilft. Ich glaube, dass ein... Ah ne, hier passen sogar mehr rein. 4, 17, 16... Ist doch schon eine ganz schöne Menge, die wir da doch kochen können auf dem Herd. Sie wollen gerne schlafen, dürft ihr nachher. Vor allem, dass die ganzen Wachen einfach nur vor der Tür rumgammeln, anstatt mal auf dem Gelände irgendwas zu erledigen. So, Essenszeit. Wir haben diesmal sogar ein paar mehr Gerichte. Sogar genug. Hier sind doch 20 Gerichte. Trotzdem sind hier ein paar rot markiert. Wahrscheinlich, weil die gerade Hunger haben. Auf einer Bank können 8 Leute sitzen. Ist auch interessant zu wissen. Ne, 4 Leute. Also 4, 8. Und so weiter. Einer ist rot. Naja. Ist jetzt in dem Fall mir auch egal. Ihr habt Futter, stellt euch nicht so an. Vor allem seid ihr Verbrecher. Obwohl Verbrecher sind auch noch Menschen. Bup, 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 bup. Was haben wir noch hier? Wir können noch Rooms. Wir haben ja gesagt, wir wollen noch ein paar Büros aufbauen. Auch sehr praktisch für den Psychologen. Na, ich habe da Office-Schreibtisch gedrückt. Stuhl, Stuhl. Und dann bleibt uns noch hier der Aktenschrank. Oh. Hier ist auf jeden Fall was los. Wir müssen auf jeden Fall mal alle Wachen hinschicken. Weil da prügeln sich zwei. So, der ist jetzt eigentlich für Einzelhaft vorgesehen. Leider haben wir eigentlich keine Einzelhaftzellen. Da sehen wir jetzt auch, weil wir einen Psychologen haben mit Büro, was der Gefangene braucht. Also dem ist zum Beispiel sehr wichtig, Schlafen, Kleidung, Komfort, Recreation, beziehungsweise die Needs sind das wahrscheinlich mit dem Pluszeichen. Tja, so läuft das. Haben die sich erstmal geprügelt, die Idioten. So. Wir brauchen jetzt noch einen Finanztypen. Genau. Akkundant. Weil der gibt mir nämlich einen Blick auf meine Finanzen, denn Daily Cashflow, nennt sie das so schön hier, wo wir im Moment ein Netto-Plus haben von 860 pro Tag, nachdem halt das Essen abgezogen ist, die Administrationskosten sehen wir halt hier genauer aufgelistet. Ne? 2000 kriegen wir für die Gefangenen, die wir schon haben und so weiter und so fort. So. Dann gehen wir mal in die Richtung, ein weiteres Gefängnisblock zu bauen. Gefängnisblock B wäre das dann in dem Fall. Das alles werden wir dann aber im nächsten Part machen von Prison Architect. Wir sind ja schon in eine gute Richtung am Bewegen. Das Gefängnis wird größer und größer und größer. Wir haben mehr Wachen, mehr Arbeiter. Läuft. Wir brauchen auf jeden Fall später noch einen wichtigen Administrativen. Und ich glaube, das ist nämlich hier der Chief. Weil er gibt mir zum einen den, damit kann ich das CCTV bauen. Damit kann ich halt Kameras installieren überall. Und ich glaube, mit dem kann ich meine Truppen, sag ich mal, meine Guards genauer bestimmen, wo die halt rumlaufen abends oder was die kontrollieren. Weil es halt komisch, dass die alle nur hier vorne vorm Tor rumrennen. Das macht nämlich meines Erachtens nicht viel Sinn aktuell. Ah, hier sehen wir die Needs.
was die meisten brauchen. Sehen wir, Recreation ist critical bei vielen. Hier Freiheitsdenken, die sind eigentlich recht frei. Komfort sind die eigentlich ganz zufrieden mit. Kleidung, Hygiene ist auch ein bisschen kritisch wohl bei ein paar. Vielleicht sind die Duschen zu klein, muss man mal gucken. Essen ist medium kritisch und Schlaf, ja, sage ich, alles okay. So. Recreation können wir natürlich auch machen nächsten Mal. Im nächsten Part dann. Also, Freunde der Spielkultur, ich bin euer Doc. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Prison Architect. Ich hab's schon gesagt, aber ich ende dann nie. Bis dann, ciao!